Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 22 Create My Team hier bei Heisenberg zockt. So, ein 1:1 gab es in der Champions League beim Debüt in Marseille und ich denke, ja, damit können wir wirklich zufrieden sein, auch wenn es wahrscheinlich die schwächste Mannschaft in der Gruppe war. Eben, wir haben da noch Real Madrid und Chelsea. Der Gelle meinte, wenn wir da keine Chance haben, sollen wir denen wenigstens den Rasen zertreten und das werden wir dann auch tun. Jetzt ist aber zuerst mal Alltag, wobei das ist eigentlich auch leicht untertrieben, denn wir spielen gegen Servette, das sieht man. Und das ist ja der Zweitplatzierte, zwei Punkte hinter uns. Wenn wir das Ding gewinnen, können wir die ja distanzieren. Wenn wir es verlieren, dann sind die vorne. Das heißt für mich, ja, wir werden das nicht simulieren, das werden wir spielen, würde ich vorschlagen. Wir werden dann noch ein paar Spiele simulieren, so gegen ja die Mannschaften, die halt weiter hinten sind. So, gehen wir mal rein, da wird es wahrscheinlich noch ein Training schneien, jawohl, DAC, das ist okay. Nehmen wir doch glatt. Büro haben wir nichts. Da könnten wir eigentlich bereits ins Spiel reingehen. Sollen wir das mal machen? Ich würde mal sagen, ja. Da mal gucken, vielleicht haben wir ja nachher was im Büro. Ich würde sogar... Was habe ich jetzt gemacht? Nein, nicht. Geh wieder zurück. ich würde sogar die Pressekonferenz, glaube ich, mitnehmen. Weil eben, das ist ein relativ wichtiges Spiel, ganz klar. Und wir spielen auswärts. Ach, keine Pressekonferenz? Sind wir schon drin? Wir sind schon drin. Moment, ich gehe nochmal zurück. Warum haben wir jetzt hier keine Auswahl? Heroisch. Normalerweise hat man doch irgendwie die Auswahl, dass man hier die Presse... Ja, dann eben keine Pressekonferenz. Wenn ihr keine wollt, dann machen wir halt keine. Oder kommt die nachher? Nee, das wäre mir neu. So, was haben wir? So dieses Servette-farbene gegen Weiß. Ja, das können wir machen, würde ich sagen. Gut, ich bräuchte aber noch kurz hier was, um zu gucken. Ne, wisst ihr was? Wir müssen tatsächlich nochmal kurz raus. Wisst ihr warum? Ich möchte den Wochenplan sehen. Ich möchte wissen, wann wir das nächste Champions League Spiel haben. Weil je nachdem werden wir natürlich wieder welche schonen. Das ist ganz klar. Also, wir haben Servette. Ja, dann haben wir nichts. Das heißt, gegen Zürich spielen wir als nächstes. Und dann haben wir die Champions League zu Hause. Oh, gegen Real Madrid. Ach du Grüne, okay. Ja, das heißt, wir können hier eigentlich mit der Top-Mannschaft antreten. Da wollte ich nur noch kurz sicher gehen. Nicht, dass wir eben jetzt hier Leute schonen, wenn wir sie gar nicht schonen müssen. Also gehen wir nochmal ins Management rein. Wir können den einen oder anderen vielleicht doch schonen. Ist hier irgendjemand? Nee, die sind eigentlich alle. Nee, wir spielen mit denen, die wir haben. Oder sollen wir irgendwie noch was machen in Sachen... Wo ist er denn? Wir hatten doch hier diesen Junior. Da, Kühn. Warum ist der jetzt wieder hier? Kühn gehört da nicht rein. Für wen hatten wir den denn drin? Ich glaube für Piero. Kann das sein? Wir machen den mal für Piero rein. Okay. Den haben wir auch spielen lassen. Und zwar in der Verteidigung. Der wäre aber als Stoßstürmer gedacht, stand mal noch. Wir lassen ihn mal draußen. Wir spielen mal mit den Besten. Weil, wie gesagt, das ist um Gottes Willen kein Freundschaftsspiel. Sondern es ist der Erste gegen den Zweiten. Wir spielen, wir hoffen, wir kämpfen. Damit wir nicht nur in der Champions League erfolgreich sind, sondern hier auch tatsächlich in der Liga. Jo, dann schauen wir mal, was wir gegen die Servetiers hinkriegen, gegen die Genfer. Sehr weit weg die Stadt hier, von hier wo ich wohne. Nämlich viel weiter weg geht es eigentlich gar nicht, wenn du in der Schweiz bleiben willst. Das ist das, was ich mit Genf verbinde. Ist aber auch eine sehr schöne Stadt. Gut, jetzt aber schöne Stadt hinterher. Es geht um Platz 1. Weiß, die Saison ist noch relativ jung, aber wir können hier natürlich Weichen stellen, wenn man so will. Wir haben Heisi drin, statt Laudi. Das können wir natürlich dann auch noch ändern, falls hier irgendwie ein Problem auftaucht, was durchaus möglich sein kann. Ich schätze, Servette das relativ stark ein. Guter Ball gewesen. Oh, leider. Oh, abseits. Aber schön gespielt soweit. Schön durchkombiniert. Ärgerlich, wenn das dann im Abseits endet. Der sollte nicht dahin, das könnt ihr mir glauben. Da hinten war, ich glaube, war... Oh, was für ein Prellballzeugs hier. Da hinten war Vargas, glaube ich, ganz alleine. Ne, Vargas hatte den Ball. Irgendeiner war auf dem Flügel. Relativ alleine unterwegs. Ah, zum Glück trifft er den Ball nicht. Da hatten wir jetzt tatsächlich auch wieder ein bisschen Glück. Ja, man sieht schon, Servette ist halt nicht schwach. Servette ist Zweiter. Und das sind sie wahrscheinlich aus gutem Grund. Die haben sich halt wahrscheinlich auch gut verstärkt. Schöner Ball hier. Und das war ein Foul. Schiri. Jawohl, gibt es ein Kartönchen? Jawohl, einmal Karton.
Für Dulin. Ui, ui, was wäre das für ein Tor geworden von Blanco? Wow, einfach mal abgezogen von ganz weit weg. Oh, Latte. Schade eigentlich. Ja, schade eigentlich ist gut. Logisch, schade eigentlich. Aus unserer Sicht. Nein, er dreht sie nochmal. Gut gemacht, Heisi. Nochmal reinrutschen. Jawohl. Blanco, versuch's nochmal. Jawohl, jetzt klebt sie drin. Heiliges. Okay, war auch ein bisschen näher. Okay, 1-0. Wir spielen in Genf. Das sieht man ja oben. Also da ist natürlich ein Sieg. Och, es wäre halt schon wichtig. Ja gut, es ist jeder Sieg wichtig. Aber der wäre halt schon sehr wichtig, damit wir eben die Weichen richtig stellen können. Gut gekämpft von Heisi, wie er da den Ball zurückerobert hat. Und dann Blanco. Ja, eigentlich weniger präzise wie vorher. Dafür ist er drin und nicht an der Latte. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Zack. Einmal rein damit. Gut. Konzentration. So weiterspielen. Mir gefällt der Einsatz, den Heisi gezeigt hat mit seinem Gerutsche. Das war ganz stark. Was war das? Das weiß keiner. Komischer Ball. Ja, den hatten wir. Oh, Ziggy. Ui, da ist der Ausgleich. Echt jetzt? Jawohl, tatsächlich keine Abseits. Ein weiter, weiter Ball. Da muss Ziggy rauskommen. Ich habe eigentlich auch, also wenn jetzt jemand sagt, ja, das musst du steuern. Ich habe gedrückt, dass er nicht rauskommt. Aber irgendwie, er blieb wie angewurzelt. Jetzt möchte ich diese Flanke nochmal sehen. Ja, ist natürlich top gemacht. Definitiv. Aber ich bleibe dabei. Ziggy muss raus. Und wenn ich drücke, dann sollte er das eigentlich auch tun. Keine Ahnung, warum er das jetzt nicht gemacht hat. So, Konzentration. Ja, gut. Geh du mal durch. Das machst du. Okay, aber der Pass ist natürlich... Ja, Käse ist der Vorname. Das war nicht mal mehr Käsepass. Das war ja schon... Uah. Ja, ich war dran. Come on. Jetzt. Fast ein Foul. Hätten wir glatt noch mitgenommen. Vargas, geh mal. Saubere Flanke. Jawohl. Oh, wir haben aber auch Pech. Eieiei. Sehr schöner Angriff. Definitiv. Aber halt nicht belohnt worden. Wie fies ist das denn? Holt euch nochmal den Ball, den könnten wir hier gut gebrauchen. Dann gäbe es nämlich... Oh, schade, dann gäbe es nämlich einen Konter, wollte ich gerade sagen. Ja, aber sie haben Mühe, sich zu befreien. Das ist schon mal gut. Ein gutes Zeichen natürlich. Oh, sehr... Was war das jetzt wieder für ein Pass? Magma? Oh, gefährlich. Jawohl, weg damit. Sehr gut. Hier haben wir Platz. Ebischer kann durchgehen. Ah! Wir haben ihn noch. Mal eine Drehung, Heisi. Jawohl, gut gemacht. Gute Drehung. Yes! Jawohl! Oh, schön gemacht von Heisi. Ui, jetzt ist er wieder da, behaupte ich. Jetzt ist er wieder da. Das hat er wirklich sehr schön gemacht. Uiuiui, ui, ui, anstrengend. Herr Blanco hat schon wieder getroffen. Doppeltorschütze, das war schon Blanco vorher. Ja, ja, klar. Eben, zuerst noch den Lattentreffer gehabt. Uiuiui, ui, ui, ui. Gleich nochmal gucken. Schön hat wirklich, wie er sich hier durchsetzt. Und dann der genaue Pass in den Rücken der Abwehr. Und Blanco nagelt das Ding ins Lattendreieck. Guck mal. Oder meint man das? Ja, doch. Also ziemlich genau eigentlich dorthin, wo der Ball gehört. So, wir haben das alte Resultat sozusagen wiederhergestellt. Wir führen wieder mit einem Treffer. Gleich ist Pause. Dann können wir uns nochmal irgendwie besinnen. Oh, aber das ist diese Pässe. Die sind halt einfach unglaublich. Jawohl, gut gemacht. Jetzt haben wir Platz mit Scherer. Oder Scharer, nicht Scherer. Er wählt den Weg nach außen. Yes! Barbiero! 3-1. Ui, jetzt fängt es nochmal an zu laufen. Auch ein schönes Tor, würde ich sagen. Wir haben natürlich wieder... Oh, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe, Leute. Genau, ich habe eigentlich gesagt, dass wir
das Tor des Jahres, das Tor der Saison uns natürlich hier noch irgendwie dann ansehen wollen. Ja, ich würde sagen, das machen wir nachher. Also nach dem Spiel. Dann seht ihr das noch. Weil das ist hier, ja gut, es ist kein Tor der Saison. Ist aber ein schönes Tor. Aber ich wollte gerade sagen, das können wir leider gar nicht machen, dass ich euch das jetzt zeige. Natürlich kann ich das machen. Ich schneide das einfach rein. Also das geht schon. Gut, dann haben wir die Auflösung. Die Abstimmung, die ist ja schon eine Weile her. Aber gut, jetzt lasst uns erstmal beim Spiel bleiben. Wir haben das noch nicht gewonnen. Ich würde aber tatsächlich wechseln. Und zwar, wir schauen mal, wer ist müde, wer möchte raus, wer hat keine Lust mehr. Ich hätte hier gerne den Kühn, muss ich gestehen, hätte ich gerne nochmal hier drin. Machen wir das doch mal mit dem Herrn Kühn. Wo ist er denn? Das ist der Junge. Der hat hier eigentlich gut gespielt beim letzten Mal. Und hier nehmen wir raus. Heißi war stark. Vielleicht mal Omar Rakic mal nochmal eine Pause gönnen. Ja, und Badje mal dort spielen lassen, wo er hingehört. Der war jetzt immer im Mittelfeld. Jetzt ist er mal dort, wo er hingehört, in der Innenverteidigung. So, wir führen 3-1. Also wir müssen hier keinen Stress veranstalten. Aber wenn sie uns hier einfach mal durchlaufen lassen, dann nehmen wir das natürlich gerne mit. Oh, das war aber eine schwache Flanke. Das sah ein bisschen nach dem schwachen Fuß aus vom Kollegen. Und der rutscht ins Leere hier. Oh, come on. Ja, da ist Tigi dran. Ball weg. Da komme ich leider nicht ran. Oh, schön gespielt. Wow, was für eine Parade von Tigi. Heiliges bisschen, wie er den rausholt. Guckt euch das mal an. Aus der Distanz. Ja, da kriegt er die Hand noch hoch. Der war natürlich auch nicht gut geschossen, muss man sagen. Also aus der Distanz kannst du auch mal schieben eigentlich. Irgendwo in die Ecke rein, mit Innenriss. Tigi. Boah, faul. Sag mal. Ja, war auch ein Foul. Wir können in Ruhe Abstoß ausüben. Abstoß ausüben, genau. Das sagt man, glaube ich, auch irgendwie anders. Ja, schön gechippt. Na, Heisi? Jawohl, geh durch. Machst du toll. In den Rücken rein. Ah, schade. Aber das war wieder Heisi. Das war irgendwie, ich weiß auch nicht. Er ist fast zu sozial teilweise als Stürmer. Da ist Laudi, das ist eine andere Marke dahingehend. Der schließt halt ab, sobald er sieht, dass er abschließen kann. Sauber, da haben wir Kühn. Ja, Kühn ist für seine jungen Jahre tatsächlich halt aber auch schon gut. Muss man wirklich sagen. Oh, ich wollte spielen. Hat nicht ganz geklappt. Nein, was ist das? Das sollte ein Pass in die Mitte werden. Also manchmal funktioniert es halt schon nicht ganz so, wie man sich das vorstellt. Haben wir wieder. Sauber. Jawohl, das wollte ich vorher eben schon. Hat zwar nicht ganz hingehauen, wir sind aber wieder im Ballbesitz. Jawohl, gut gemacht, Vargas. Ja. Oh, zu nah auf dem Tor. Aber das war immerhin die Chance zum 4-1. Und wir haben den Ball nochmal. Mit Herrn Fasnacht. Ja, geh mal zur Grundlinie. Uiuiui, Bicicletta. Fast ein Seitfallzieher. In der Schweiz sagt man dazu tatsächlich auch Bicicletta ab und zu. Also ab und zu, man sagt es halt. Doch, relativ oft sogar. Vargas. Jo, war er drin? Och nö, also wir haben aber auch ein Pech. Ich meine, es steht zwar 3-1. Aber der ging tatsächlich nicht rein, so wie es aussieht. Ja, dreh dich. Und das war ein Foul, definitiv. Gelbe Karte. Oh, da geht er sogar duschen. Der hatte schon eine gelbe. Ja, so ist das halt. Da müssen wir jetzt gar nicht hier rein. So Rudelbildung, nö, brauchen wir nicht. Ja, ich meine, da ist kein Ball. Das ist einfach eine Attacke auf den Mann. Ganz klar, dass er da eine Karte kriegt. Und wenn er halt schon eine gelbe hatte. Oh, daneben. Ja, da konnte... Ich glaube, Badje war es. Der konnte nicht eingreifen. Man sieht es hier nochmal.
hier den Fuß hinhalten, Badje. Aber er kann natürlich nicht, er wäre im Abseits gewesen. Und das hat er offensichtlich auch gemerkt, weil wenn er da den Fuß hinhält, hätte es ein Tor gegeben. Aber eben, ja, wenn du halt merkst, du stehst im Abseits, kannst du dir das natürlich tatsächlich schenken. Oh, das war halt auch wieder nichts, viel zu überhastet, das Abspiel. Und da haben wir Abseits. Oder was haben wir da? Ich glaube, Abseits war es, jawohl. Ich wollte sagen, rum ist das Spiel an ihn noch nicht. Ja, mal die Seite wechseln, das ist nie verkehrt. Dann kann der nämlich hier eigentlich mal durchstarten. Das macht er auch gerade. Da wird er am Trikot gehalten. Ui, das war heiß mit der Rübe. Cooles Tor, gefällt mir. Sehr schön. Schöne Flanke und wieder schön durchgetankt. Und da freut sich Eisi natürlich. Das dürfte doch auch schon sein fünftes Tor, glaube ich, sein in der Liga jetzt. Okay, wollen wir uns natürlich mal nochmal ansehen. Schön durchgetankt hier und dann präzise die Flanke. Ja, also das war gut gemacht. Ich wusste gar nicht, dass der Heisi Junior tatsächlich so kopfballstark ist. Schönes Tor. Sauber. Gut, 4-1. Ich denke, das ist eine klare Geschichte. Und da, oder deswegen vielleicht nochmal kurz zum Thema die Schwierigkeit erhöhen. Ich werde sie erhöhen. Aber ich werde sie nicht jetzt erhöhen, das habe ich schon gesagt, wenn wir in der Champions League spielen. Weil gegen Real Madrid und Chelsea werden wir auch mit dieser Schwierigkeitsstufe wahrscheinlich Probleme haben. Und da möchte ich nicht irgendwie dann 10-0 verlieren, weil ich dann zum ersten Mal dort eine schwere Stufe habe. Aber wenn wir aus der Champions League raus sind, das habe ich auch schon gesagt, dann werde ich mit der Schwierigkeit nochmal raufgehen. Definitiv. Ja, da ist das Ding gegessen. Sehr schön. 4-1 gewonnen. Tabellenführung ausgebaut und Tabellenführung behauptet. Freut mich. Waren schöne Tore, würde ich sagen. Aber man sieht jetzt schon, ich gebe euch recht, man sieht jetzt schon, dass die Schwierigkeit im Moment oder mittlerweile wahrscheinlich tatsächlich eins zu tief ist. Wir sind auf Profi, wir können auf Weltklasse. Das mache ich aber, wie gesagt, nach der Dingens, nach der Champions League. Interview hätten wir noch gerne. Mal gucken, ob sie selber sagen, von wegen ein klarer Sieg. Das war ein klarer Sieg, nichts anderes. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. Ja, zwei Blanco-Tore, genau. Super Leistung heute von Blanco. Ja, grandios. Wir loben den mal. Die ganze Mannschaft war stark, sonst hätten wir nicht gewonnen. Hätten Sie mit einem engeren Spiel gerechnet? Ja, wir loben mal den Gegner. Das macht sympathisch, das freut die neutralen Zuschauer. Ach, nach den vier Heisenberg-Toren. Okay, vier Heisenberg-Tore haben wir mittlerweile. Das ist das, was ich vorher vermutet hatte. Hätte das Spiel auch anders laufen können. Wir konzentrieren uns aufs nächste Spiel. Das wäre dann, wie gesagt, der FC Zürich. Ich danke Ihnen. Ja, ich danke zurück. Danke für Interesse. Und da sehen wir. 5 Punkte Vorsprung vor Servet. Sehr gut. St. Gallen hat verloren. Die hat nämlich vorher schon 15 Punkte. Sauber. Ja, ich würde sagen, das ist doch okay. Gut, dann kommen wir zum Tor der Saison, von der letzten Saison. Da hat mit überragender Mehrheit Blanco gewonnen. Und zwar mit sagenhaften 56% aller Stimmen. Das Tor Nummer 3 gegen Lausanne. Zweiter wurde Iniesta gegen Luzern, auch ein sehr schönes Tor. Dritter wurde, ich muss schnell gucken, das wäre Vargas gegen Servet. Dann vierter Fasnacht gegen Lausanne. Ne, falsch, Mucci gegen GC. Und letzter wurde im Prinzip Fasnacht gegen Lausanne. Aber ich denke, es waren alles sehr schöne Tore. Gut, und das Tor der Saison, Blanco gegen Lausanne, das sehen wir uns jetzt gleich nochmal an. Viel Spaß! Sehr schön, Mucci. Ja, auch nicht gut gemacht. Gut gedacht einmal mehr und dann nicht gut gemacht. Jawohl, da zieht er einfach mal ab. Wieder Blanco, glaube ich. Sehe ich das richtig? Ja, vom Gesicht her ist halt schwierig zu sagen. Das ist ein ganz junger Kerl. Wie gesagt, Real Madrid, Talent. Wir werden es gleich sehen. Schön gestoppt und dann einfach mal abgezogen. Ja, und der passt natürlich relativ gut da oben rein. Hier nochmal von Nahem. Ja, schön, wie der Ball eine Drehung hat. Auch sehr schön, Effe. Jo, so viel also zum Tor der letzten Saison. Schon ein schönes Tor, muss ich auch nochmal sagen. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Das nächste Spiel ist gegen den FC Zürich. Da würde ich sagen, das simulieren wir.
Das würde dann heißen, dass wir wahrscheinlich in der nächsten Folge bereits zum Champions League-Spiel kommen gegen Real Madrid. Uiuiui, das wird lustig. Danke fürs Zusehen, bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.